Erst vor wenigen Tagen hatte Hurricane Ida den Südosten der USA verwüstet. Mittlerweile hat sich der Wirbelsturm zu einem tropischen Tiefdruckgebiet abgeschwächt. Aber auch das hat auf seinem Weg in den Norden noch viel Wucht. In New York ging in der Nacht ein Unwetter historischen Ausmaßes nieder. Der Notstand musste ausgerufen werden. Insgesamt kamen in der Stadt und benachbarten Bundesstaaten mindestens 14 Menschen ums Leben. Rekordregen in New York. Straßen wurden am späten Abend innerhalb kürzester Zeit zu Flüssen. U-Bahn-Stationen liefen voll. Lebensgefahr, als die Ausläufer des Hurrikans Ida über die Millionenmetropole niederprasselten. Es ging rasend schnell. In diesem Bus retteten sich Fahrgäste auf die Sitze. Der Verkehr in New York brach völlig zusammen. Eingeschlossen von Wassermassen, dieser Autofahrer konnte nur noch von Helfern befreit werden. Erstmals in der Geschichte New Yorks wurde ein sogenannter Überschwemmungsnotstand ausgerufen. Solche Regenmassen hat die Millionenmetropole seit Aufzeichnung der Wetterdaten noch nicht erlebt. Die Notrufzentrale verschickte auf alle Handys die Nachricht: Lebensgefahr, bleiben Sie zu Hause. Gewaltige Regenfälle auch im benachbarten New Jersey. Auch hier wurde der Notstand ausgerufen. New York am Morgen danach. In Midtown Manhattan rollt der Verkehr auf einigen Strecken wieder langsam an. Das ganze Ausmaß der Schäden ist noch nicht abzusehen.